Schauen wir uns jetzt einmal an, wie der Putter konstruiert ist. Der Putter hat einen Schwerpunkt, den sogenannten Sweet Spot. Und der Ball muss jedes Mal mit diesem Sweet Spot getroffen werden, damit er ohne Spin rollt. Wenn Sie den Ball mit der Spitze treffen, öffnet sich der Putter und der Ball wird sich drehen und aus der Bahn geraten. Wenn Sie ihn mit der Hacke treffen, schließt sich die Spitze. Der Ball dreht sich und geht daneben. Finden Sie also den Sweet Spot Ihres Putters. Und falls Sie vermuten, dass Sie den Ball mit der Hacke oder der Spitze schlagen, zeige ich Ihnen eine kleine Übung, mit der Sie das Problem beseitigen können und wieder auf die richtige Bahn geraten. Wenn Sie wissen oder vermuten, dass Sie den Sweet Spot einfach nicht finden können, sollten Sie diese Übung versuchen. Wir richten diesen Schlag für jemanden ein, der den Ball mit der Hacke schlägt. Zuerst einmal müssen Sie den Sweet Spot Ihres Putters finden. Sie können hier entlang klopfen oder der Hersteller bietet Ihnen eine Ausrichtungshilfe. Nehmen Sie einen zweiten Schläger, legen Sie ihn auf den Boden, so dass der Schaft sich ganz nahe an der Spitze des Putters befindet. Damit wird sichergestellt, dass ich meinen Putter nicht in diese Richtung bewegen und den Ball mit der Hacke schlagen kann, da der Schaft im Weg ist. Dies ist die Übung. Wenn Sie sie richtig machen, können Sie einen perfekten Schlag hören und sehen, wie der Ball unbeirrt aufs Loch zurollt, und so sieht ein perfekter Putt aus. Bei dieser Übung für den Spieler, der zu Schlägen mit der Spitze neigt, mache ich genau das Umgekehrte. Legen Sie den Schläger nahe der Hacke des Putters auf den Boden, so dass Sie den Putter nicht in diese Richtung bewegen können und den Ball mit der Spitze anstatt mit dem Sweet Spot schlagen. Trainieren Sie dies, finden Sie den Sweet Spot und der Ball wird gerade aufs Loch zulaufen. Und so können Sie ein paar mehr Putts einlochen.